Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Beetz. Ich bin seit einigen Jahren schon unterwegs in Sachen Geldreform und habe vor 5 oder 6 Jahren Josef Huber und Klaus Karwardt kennengelernt und wir haben gemeinsam diesen Verein gegründet, den Sie ja bereits kennen. Der Veranstalter hat sich gewünscht, ein bisschen mehr zu hören über das, was aus unserer Sicht beigetragen werden kann per Folge zur Lösung der Schuldenkrise. Und dazu will ich jetzt ein bisschen noch was ausführen. Was Vollgeld ist oder sein soll oder werden soll, haben Sie ja schon gehört. Ich will mich ein bisschen kaprizieren auf die Reform, also auf den Übergang aus dem gegenwärtigen System ins Vollgeldsystem. Was passiert in Kürze, was passieren soll, kann man im Prinzip trennen in zwei Vorgangsblocks, wenn man so will. Das eine soll passieren an einem Stichtag, an einem beliebigen 1. Januar zum Beispiel, soll also sämtliches Chiralgeld in elektronisches Zentralbankgeld umgewandelt werden. Die Zentralbank übernimmt in dem Moment alle Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken für Privatkonten. Die Geschäftsbanken verwalten dann diese Konten weiter als Dienstleistung. Das können die Geschäftsbanken machen, müssen sie aber nicht. Man kann sich auch vorstellen, dass das eine gesonderte Institution, eine staatliche oder notfalls auch eine private bewerkstelligt. Rolf Gocht hat damals vorgeschlagen, dass das Postcheckamt, wie das damals noch hieß, bewerkstelligen soll. Er selbst als Direktor der Bundesbank hat aber auch die Möglichkeit gesehen, dass es von der Zentralbank gemacht wird. Hier aber die Idee, dass dieses Vollgeld außerhalb der Geschäftsbankbilanzen ähnlich gehandhabt wird wie Wertpapierdepots, die sich natürlich auch nicht in der Geschäftsbankenbilanz niederschlagen. Und diese Wertpapierdepots bzw. die Inhalte haben ja einen rechtlich ganz anderen Status, sind nämlich Sondervermögen, das heißt, wenn die Bank pleite geht, dann passiert den Aktien, die ich dort drin habe, nichts und ähnlich wird das dann mit dem Vollgeld sein. Ja, und ich habe eben eine ganz klare Trennung zwischen Anlagekonten und Geldkonten. Es ist also ganz klar, was ist Geld, das ich bei der Bank angelegt habe, oder was ist Geld, das nur dem Zahlungsverkehr dient. Und der zweite Block, das ist dann der Prozess der sogenannten Ausleitung. Das soll sich dann vollziehen in dem Zeitraum von vielleicht 10 bis 20 Jahren. Die Geschäftsbanken tilgen allmählich diese in dieser Nacht entstandenen Zentralbankverbindlichkeiten, womit allerdings in der ersten logischen Sekunde die kaufkräftige Geldmenge sinkt. Und deshalb muss und soll die Zentralbank aber entsprechend in selber Höhe neues Vollgeld schaffen und dieses schuldenfrei an den Staat übergeben, damit die Geldmenge stabil halten. Und darüber hinaus kann, soweit gewünscht und erforderlich, bei entsprechendem prognostizierten oder angestrebten Wirtschaftswachstum neues Vollgeld geschaffen werden. Tabellarisch kurz der Vergleich nochmal zum gegenwärtigen System. Bitte? Da reingucken. Okay. Der Vergleich zum gegenwärtigen System. Im Moment haben wir also drei Arten von Geld, die das Publikum berühren. Insgesamt sind es sogar vier. Sie wissen, dass hinter den Kulissen gibt es dann also auch noch das Zentralbankgeld, das nicht gebunden ist, stofflich im Verkehr zwischen den Geschäftsbanken und den Zentralbanken. Beim Münzgeld ist es klar, es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, beim Papiergeld, Chiralgeld, Buchgeld ausdrücklich nein. Und Zentralbankgeld, also nicht stofflich gebundenes, befindet sich nicht im Wirtschaftskreislauf, spielt also keine Rolle für die Bewerkstelligung der realen Wirtschaft. Was die öffentlichen Einnahmen anbelangt, gibt es auch erhebliche Unterschiede. Also beim Münzgeld gibt es den hundertprozentigen originären Geldschöpfungsgewinn, die Seniorage. Beim Papiergeld sieht es schon ein bisschen anders aus. Das sind im Wesentlichen die Kreditzinsen, die die Banken bezahlen müssen an die Zentralbank. Beim
Chiralgeld, Buchgeld in der gegenwärtigen Form gibt es das gar nicht. Ein Vollgeldsystem unterscheidet sich eben durch das gegenwärtige System genau dadurch, dass es nur noch einen Charakter von Geld gibt, der natürlich verschiedene Darreichungsformen hat. Es wird nach wie vor Münzen geben, es wird nach wie vor Geldscheine geben und es wird nach wie vor elektronisches Geld geben, Chiralgeld geben, aber alle drei Formen meinen dasselbe, werden von derselben staatlichen Institution herausgegeben, sind alle gesetzliches Zahlungsmittel und entsprechend belaufen sich die öffentlichen Einnahmen auch auf 100%. Sie sehen, dass die vierte Form, also das Zentralbank-Chiralgeld, nicht mehr existiert. Das ist gewissermaßen verschmolzen mit dem gegenwärtigen Chiralgeld. An der Stelle auch ganz wichtig, die Abgrenzung zu 100% Money, das wird also leider immer noch verwechselt, das ist also tatsächlich nicht dasselbe. Das ist hier nochmal ein bisschen aufgelistet. Sie sehen es, was die Deckungsverpflichtung anbelangt, auch bei 100% Money muss das Chiralgeld muss das Chiralgeld entsprechend gedeckt werden. Beim Vollgeld ist es anders. Das Chiralgeld ist ja bereits gedeckt. Geldkreislauf habe ich bei 100% Money weiterhin zwei, beim Vollgeld wie dargestellt nur noch einen. Entsprechend gibt es auch nur eine Geldmenge. Auch der Geldbesitz ist ein anderer. Beim Vollgeld nach wie vor ist es bei 100% Money so, dass meine Geschäftsbank im Besitz des Geldes ist und ich nur eben diesen Anspruch auf dieses Geld habe. Beim Vollgeld habe ich die ganz klare Trennung des Geldbesitzes. Und schließlich, was die Geldschöpfung anbetrifft, bei 100% Money ist es eben gerade nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Geschäftsbanken proaktiv Geld schöpfen und Blasen erzeugen, die wir ja als Problem erkannt haben in der jüngeren Vergangenheit. Ja, jetzt geht es ja darum, wie können daraus Mittel generiert werden, die tatsächlich zur Staatsentschuldung mindestens beitragen können, und dazu will ich Sie einladen zu einem kleinen Performance-Ritt durch Bankbilanzen, sehr stark simplifiziert, hoffentlich nicht bis zur Unzulässigkeit simplifiziert, aber die Konzentration soll eben ceteris paribus sich beschränken auf das, was im Zusammenhang dessen, was diskutiert wird, wichtig ist. Also hier eine ganz normale Geschäftsbankenbilanz in der gegenwärtigen Form vor der Kreditvergabe. Der Kredit wird vergeben per Bilanzverlängerung, das ist bekannt. Entsprechend wieder zurück, ist klar. In der neuen Welt, ja, wenn man so will, sieht die Geschäftsbankenbilanz diesbezüglich anders aus. Sie sehen das, was der Unterschied ist, dass rechts in der Mitte die täglich fälligen Sichtguthaben von Kunden nicht mehr enthalten sind. Ja, wo sind die hingekommen? Ist das Geld weg? Ja, es ist weg aus der Geschäftsbankenbilanz, aber es ist natürlich total weg. Es ist, wie vorhin ja beschrieben, Geld, das sich außerhalb der Geschäftsbankenbilanz befindet, nicht? Entweder verwaltet wird von den Geschäftsbanken in einem Depot, vielleicht ähnlich dem Wertpapierdepot, oder aber von einer anderen Institution. Und wie komme ich dahin, ja, in diese Situation? Wie komme ich in die Situation, dass ich dann die Geschäftsbanken habe, die Kredite so vergeben, wie die meisten Menschen heute meinen, dass sie vergeben werden, nämlich per Aktivtausch. Ja? Also hier die Situation, klar, die Geschäftsbank reicht einen Kredit aus, die Kasse wird entsprechend vermindert, die Forderungen an die Kunden werden erhöht. Und das ist ja so die landläufige Vorstellung, und es ist ja auch in der Realität so, dass wenn zum Beispiel der ausgereichte Kredit sofort in Bargeld rausgezogen wird, dann habe ich mindestens im Aggregat in der Tat auch
die Verbuchung wie hier dargestellt. Ja, wie komme ich da hin? Also nochmal, Ausgangssituation, die Geschäftsbankenbilanz simplifiziert vor der Umstellung, vor diesem 1. Januar. Jetzt kommt dieser 1. Januar, jetzt haben wir also diesen Beginn der Umstellungsphase und im Rahmen dieser Umstellung, dieses Umstellungsbeginns werden also jetzt die Sichtguthaben gegenüber dem Publikum umgewandelt in Sichtguthaben der Zentralbank. Also Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden, die Chiralkonten unterhalten bei der Geschäftsbank, sind jetzt Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank und parallel dazu werden die Kundenkonten außerhalb der Bilanz geführt. Jetzt ist es so, dass natürlich diese Gelder auf offenen Krediten beruht haben und die natürlich weiterhin im Verlaufe dieses Ausleitungsprozesses zurückbezahlt werden. Das ist dann hier die Situation, also Kredit wird getilgt, der Betrag wird der Kasse zugebucht, entsprechend die Forderung an den Kunden ausgebucht im Rahmen eines Aktivtausches. Jetzt ist es so, dass die Geschäftsbanken Mittel frei haben, um eben diese Sichtguthaben der Zentralbank zu tilgen und das tun sie dann oder sollen sie auch tun im nächsten Schritt. Das heißt also, im Rahmen einer Bilanzverkürzung wird jetzt auf der Aktivseite Tilgungsbetrag rausgenommen und entsprechend vermindert sich auch die Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank. Und jetzt habe ich natürlich die Situation, dass die Bilanz zunächst mal verkürzt bleibt und das natürlich im Aggregat zu einer Verringerung der Geldmenge führen würde. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie das auf der Zentralbankseite aussieht. Ebenfalls sehr stark simplifiziert vor der Umstellungsphase. Sie sehen hier, was uns interessiert, sind die Verbindlichkeiten gegenüber den Geschäftsbanken. So, dazu addieren sich jetzt an diesem 1. Januar neu in Höhe der bestehenden Chiralgeldkontenverbindlichkeiten gegenüber den Geschäftsbanken aus den alten Kundensichtguthaben und entsprechend werden auf der Aktivseite Forderungen in derselben Höhe eingebucht. Und im Rahmen der vorhin bei der Bilanz der Geschäftsbanken beschriebenen Tilgungsprozesse ist es natürlich dann auch so, dass die Tilgung sich spiegelt in der Bilanz der Zentralbank, das heißt Minusbetrag, Tilgung, Minusbetrag, Tilgung führt zur entsprechenden Bilanzverkürzung und die soll jetzt, muss jetzt auch ausgeglichen werden dadurch, dass dem Staat Zins- und Tilgungslos neu Zentralbankgeld zur Verfügung gestellt werden soll. Das heißt, in dem Maß, wie diese Ausleitungskredite getilgt werden seitens der Geschäftsbanken, in dem Maß entsteht neues Geld, entstehen neue Forderungen und auch Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat. Und dann habe ich dann irgendwann die Situation, dass der Ausleitungsprozess komplett abgeschlossen ist. Und das sieht dann so aus, dass es nur noch diese zins- und tilgungslosen Forderungen an den Staat gibt und diese Forderungen, Verbindlichkeiten aus der Ausleitungsphase nach, weiß nicht, 10, 20 Jahren, das wäre dann im Einzelfall zu spezifizieren, komplett aus dem System verschwunden sind. Und wenn ich jetzt, das heißt also, hier wird schon deutlich, da gibt es also dieses Potenzial, was dann für Staatsausgaben respektive Glattstellung von Schulden des Staates verwendet werden
kann und wenn in Förderhien also Ökonomie ausgeweitet werden soll, wenn man weiterhin Wachstum haben möchte, induzieren möchte, gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen Prozess zu verlängern und in dem Maß dieses gewünschten Deltas dem Staat neues Geld zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich kann zwei Entschuldungspotenziale ableiten. Erstens, um weiterhin Nachfragepolitik zu betreiben, um die Geldmenge nachfragewirksam auszuweiten, muss der Staat sich nicht mehr fremd verschulden, wie typischerweise bisher, muss nicht mehr bei den privaten Geschäftsbanken, aber auch nicht mehr beim Publikum Kredite aufnehmen. Er kann sich für oder hin gewissermaßen bei sich selbst verschulden. Und das zweite Potenzial, noch viel wichtiger in unserem Zusammenhang, die Umwandlung des bislang von privaten Unternehmen kreierten Giralgeldes in staatliches Geld führt im Rahmen des dargestellten allmählichen Übergangs zu einer einmaligen Übergangssignorage, gewissermaßen dem Nachvollziehen des Geschäfts, des Geldschöpfungsgewinns, auf den der Staat bislang verzichtet hat. Und er kann dann berechnet werden, M1 plus Interbanken-Giralgeld minus M0 der jeweiligen Volkswirtschaft. Wie sieht es in Zahlen aus? Josef Huber hat es mal ausgerechnet. Also einmal, was die Signorage anbetrifft, die der Staat einnehmen könnte, wenn er Nachfragepolitik betreibt und die Geldmenge ausweiten will. Sehen Sie hier für die Schweiz also entsprechend, dass sich je nachdem, welches Delta an Wachstum induziert werden soll, sich im Bereich zwischen 1,2 und 10 Möglichkeiten der staatlichen Seniorage ergeben. Aber was noch viel wichtiger ist, ist diese einmalige Übergangsseniorage. Da ist es also so, dass Sie sehen, wie sich das jetzt entwickelt hat in den von Huber damals untersuchten Zeiträumen. In etwa beläuft sich der Prozentsatz der möglichen Staatsschuldeliminierung sowohl in Deutschland als auch im Bereich der EU-17 auf plus minus 60%. In Österreich ist er ein bisschen höher, in der Schweiz ist er sehr viel höher. Das heißt, würde die Schweiz eine Vollgeldreform durchführen, würde die Schweiz sozusagen noch was übrig haben, ja, komplett entschuldet sein und dann noch liquide Mittel haben, mit denen man vielleicht alles Mögliche Segensreiche veranstalten kann. Möglicherweise ist das der Grund dafür oder mit ein Teilgrund, dass die Idee in der Schweiz so populär ist. Und der Lino hat es ja vorhin, glaube ich, auch bereits gesagt, dass in der Schweiz eine Vollgeldreform ins Parlament zur Abstimmung gebracht wird, eine Volksabstimmung initiiert wird. Die sammeln jetzt 100.000 Stimmen, 90.000 haben sie schon. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommen wird, was natürlich hauptsächlich dazu beitragen wird, dass die Idee weiterhin intensiver diskutiert werden wird. Aktuell habe ich das auch nochmal nachgerechnet. Wir hätten also in diesem Jahr 2015 bezogen auf die EU-17 die Möglichkeit, 69% der Staatsschulden auf diese Art und Weise glattzustellen. In 2015, das ist ein Fehler, das muss 2015 heißen, wäre das auf Deutschland bezogen sogar 81%, ist also ein bisschen höher geworden sogar. Ja, Zeit ist um, sonst ist um, ja, okay. Ich kann ja bei Interesse in der Diskussion auch ein bisschen was zur Vertiefung und ansonsten danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Sie haben hier nochmal die Internetadressen bei Interesse. Vielen Dank.